Dieses Erlebnis ereignete sich im Jahr 2017. Zu dieser Zeit hatte ich einige Schwierigkeiten bei der Arbeit. Zwischen mir und meinen Kollegen herrschte eine gewisse Distanz, und es mangelte an effektiver Kommunikation und Vertrauen zwischen uns. Ich hatte das Gefühl, dass ich immer aus dem Team ausgeschlossen wurde und nicht die Unterstützung und den Respekt erhielt, den ich verdiente, was mir ein ungutes Gefühl gab. Es mangelte an Kooperation und Zusammenarbeit zwischen den Kollegen bei der Arbeit, und wir haben die Aufgaben nicht gut erledigt. Darüber hinaus stellte ich fest, dass ich in vielen Bereichen Defizite hatte. Meine Fähigkeiten sind nicht geschickt genug, mein Verstand ist nicht schnell genug und es ist schwierig, Lösungen für Probleme zu finden. Dadurch fühlte ich mich minderwertig und hilflos, und ich hatte das Gefühl, eine nutzlose Person zu sein. An diesem Punkt erinnerte ich mich an einen alten Freund von mir, der über viel Erfahrung und Fähigkeiten in seinem Beruf verfügte und auch sehr gut mit Menschen umgehen konnte. Mir wurde klar, dass ein Gespräch mit ihm mir helfen und einen Weg zur Lösung meiner Probleme weisen könnte. Also rief ich ihn an und fragte ihn, ob er abends Zeit hätte und ob wir zusammen essen könnten. Er sagte schnell zu, und ich war sehr glücklich. Während meines Gesprächs mit ihm erhielt ich viele Anregungen und Ratschläge. Ich überprüfte meine Arbeit und mein Leben, und ich lernte, wie ich mit meinen Kollegen auskommen und zusammenarbeiten kann. Das Treffen war für mich sehr bedeutsam, und ich fühlte mich beruhigt und verbessert. Gegen 22 Uhr fühlte ich mich ein wenig müde und beschloss, nach Hause zu fahren, um mich auszuruhen. Doch gerade als ich um eine Kurve fuhr, sah ich plötzlich ein Auto, das vor mir die Straße überquerte. Ich konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto auf. Der Aufprall war so heftig, dass ich das ohrenbetäubende Geräusch von schabendem und knackendem Metall hörte. Mein Körper wurde stark durchgeschüttelt. Ich spürte, wie mein Kopf gegen das Lenkrad schlug. Mein Bewusstsein begann langsam zu verschwimmen und meine Sicht wurde unscharf. Ich fühlte mich sehr ängstlich und unwohl. Ich versuchte, meinen Kopf zu heben, hatte aber große Schmerzen, als ob er explodieren würde. Ich rieb mir immer wieder den Kopf und versuchte, bei Bewusstsein zu bleiben. Doch mein Verstand begann sich zu verwirren, und ich hatte das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren und nicht mehr bei Bewusstsein zu sein. Es war, als würde alles um mich herum langsam verschwinden. Plötzlich befand ich mich in einem dunklen Tunnel. Der Tunnel war sehr ruhig. Am Ende des Tunnels sah ich ein helles Licht auftauchen. Das Licht schien sehr hell und blendend zu sein und zog mich immer weiter nach oben. Schließlich erreichte ich das Ende des hellen Lichts und sah dort einen wunderschönen Engel, der auf mich wartete. Sie hatte leuchtende Flügel, trug ein weißes Gewand und hatte ein freundliches Lächeln im Gesicht. Ich war erstaunt, denn einen so schönen Anblick hatte ich noch nie gesehen. Der Engel kam auf mich zu und sagte mit sanfter Stimme, "Bitte hab keine Angst, hier ist es sicher und ich bin gekommen, um dich zu begrüßen." Der Engel führte mich in einen großen Raum. Der Raum war erstaunlich, er war wie ein Kino, aber ohne Decke. Der Raum war sehr sanft beleuchtet und man fühlte sich sehr wohl und entspannt. In der Mitte des Raumes befand sich ein Bildschirm, auf dem mein früheres Leben gezeigt wurde. Es gab einige gute Erinnerungen und einige nicht so gute Erfahrungen. Es gab ein paar Dinge, die mir besonders auffielen. Ich sah die folgende Szene. Anlässlich des 80. Geburtstags meiner Großmutter kam unsere ganze Familie zu dieser besonderen Feier. Meine Familie wohnt am Stadtrand und die Familie meiner Großmutter in den Bergen, so dass jede Reise zum Haus meiner Großmutter lange im Voraus geplant werden muss. Als wir bei meiner Großmutter ankamen, war sie im Garten und unterhielt sich mit einer Nachbarin.
Sie war sehr froh, uns zu sehen. Wir gingen gemeinsam ins Haus und meine Großmutter hatte viel Obst und Gebäck vorbereitet. Wir saßen zusammen im Wohnzimmer. Oma holte eine Gitarre heraus und begann, ein Volkslied aus ihrer Heimatstadt zu singen. Wir ließen uns alle von Großmutters Gesang anstecken und sangen mit. Das ganze Zimmer war von Freude erfüllt. Diese Erinnerung machte mich sehr glücklich und zufrieden, und ich erlebte die Wärme und Zuneigung zwischen meiner Familie in dieser Szene. Auf dem Bildschirm sah ich einige der schlechten Dinge, die ich getan hatte, wie z.B. Menschen in meinem Umfeld unbeabsichtigt zu verletzen, verletzende Dinge zu sagen und mich unehrenhaft zu verhalten. Bei der Arbeit gab es einige Meinungsverschiedenheiten zwischen einem Kollegen und mir. Wir hatten unterschiedliche Meinungen und Ansätze zu einem Projekt. Ich hielt meine Lösung für besser, aber meine Kollegin brachte ihre Idee vor. In der anschließenden Diskussion hörte ich mir die Ideen meiner Kollegin nicht genau an, sondern beharrte auf meinen eigenen Ansichten. Es gab sogar eine gewisse Gleichgültigkeit und Arroganz. Dadurch fühlte sich meine Kollegin ignoriert und nicht respektiert. Später wurde unser Umgang miteinander bei der Arbeit immer unfreundlicher. Als ich die schlimmen Dinge sah, die ich getan hatte, fühlte ich mich sehr beschämt und reumütig. Ich versuchte, mich bei dem Engel zu entschuldigen, aber anstatt mich zu schelten, schenkte mir der Engel ein ermutigendes Lächeln. Als nächstes sah ich die Szene, an die ich mich am wenigsten erinnern wollte. Ich sah die Fehler, die ich in meiner Beziehung gemacht hatte. Damals hatte ich bereits eine Freundin, aber ich war immer noch mit einem anderen Mädchen zusammen. Damals dachte ich, ich könnte damit umgehen, aber in Wirklichkeit verletzte ich nur andere und mich selbst. Eines Abends lud ich ein Mädchen heimlich zu einem Date ein. Wir gingen in eine kleine Bar und hatten ein paar Drinks. Wir tranken und tranken bis sehr spät. Später ging ich zum Haus des Mädchens, um dort zu übernachten. Ich hatte nicht bedacht, dass meine Freundin an diesem Abend auch in diese Bar gegangen war. Ich wusste nicht, warum sie gekommen war oder wo sie uns gesehen hatte. Sie entlarvte mich nicht auf der Stelle. Am nächsten Tag fragte sie mich, wo warst du gestern Abend? Ich antwortete, ich war mit einem Arbeitskollegen etwas trinken. Sie wurde wütend und fragte mich, warum ich mit einer anderen Frau zusammen sei. Ich war so beschämt und verärgert, dass ich wusste, dass ich etwas falsch gemacht hatte. Sie sagte, sie könne mir nicht mehr vertrauen und machte mit mir Schluss. Ich war so aufgebracht und verloren, und ich wusste, dass ich das verursacht hatte. Als ich die Szene sah, fühlte ich mich sehr reumütig und schämte mich, aber der Engel gab mir keine Schuld. Der Engel sagte mir, dass jeder Mensch Fehler macht und dass es wichtig ist, aus ihnen zu lernen. Nachdem ich die Worte des Engels gehört hatte, fühlte ich mich viel besser und war zuversichtlicher, was mein zukünftiges Leben betraf. Der Engel fuhr fort, wenn du in den Himmel kommst, wirst du dein Leben auf der Erde sehen. Dieser Rückblick dient nicht dazu, deine Vergangenheit zu beurteilen, sondern soll dir helfen, auf den Sinn deines Lebens zurückzublicken und eine umfassendere Wahrnehmung deiner Handlungen zu bekommen. Es ist ein Prozess der Selbstzensur, bei dem sie ihre guten und schlechten Taten sehen werden. Aber was auch immer du getan hast, du wirst hier nicht verurteilt werden, denn im Himmel glauben wir, dass jeder Mensch einen Wert hat und wir akzeptieren jeden so, wie er ist. Die Engel haben mir auch gesagt, dass jeder einen Platz im Himmel hat, wo er hingehört. Dieser Platz hängt von den Erfahrungen und der Erziehung auf der Erde ab. Der Platz eines jeden Menschen ist einzigartig. Sie sind hier, um ihre Reise des Wachstums fortzusetzen und sich selbst und das Universum auf tiefere Weise kennenzulernen.
Ich war sehr beeindruckt, wie friedlich und behaglich ich mich an diesem Ort fühlte. Die Engel nahmen mich mit auf eine Tour durch diesen wunderschönen Ort. Ich sah alle möglichen wunderbaren Sehenswürdigkeiten. Ich sah viel wunderbare Architektur. Wogende Wolken und herrliche Regenbögen. Alles war so schön und friedlich hier. Als ich auf ein Haus zuging, war ich vom Anblick des Gartens fasziniert. Das Innere des Hofes war voller Harmonie und Schönheit. Ich sah einen alten Mann im Garten sitzen. Er war von Menschen umgeben, die sich fröhlich unterhielten und sehr glücklich zu sein schienen. Dieser alte Mann hatte ein Lächeln voller Glück und Zufriedenheit auf dem Gesicht. Seine Augen waren voller Wärme und Fürsorge. Ich konnte seine Freundlichkeit und Weisheit spüren. Eine Gruppe kleiner Kinder spielte unter dem Baum, und sie schienen keine Sorgen zu haben. Sie spielten verschiedene Spiele. Diese kleinen Kinder genossen die Zeit, ohne sich Sorgen zu machen, und ihre Gesichter waren voller Unschuld und Naivität. Auf dem Hof gibt es auch einige kleine Tiere. Sie laufen frei umher und genießen diesen wunderbaren Ort. Da ist ein kleines Kaninchen, das Gras frisst. Es gibt auch ein kleines Eichhörnchen, das in den Bäumen herumhüpft. Die ganze Szene ist voll von Harmonie und Wärme. Dieser Innenhof scheint ein Paradies des Friedens und des Glücks zu sein. Ich spürte, wie ich hier ruhiger und entspannter wurde, und mein Körper und mein Geist waren sehr beruhigt. Es war ein wunderbarer Moment, den man nicht vergessen kann. Ich fragte den Engel, ob ich im Himmel leben könne. Er schaute mich lächelnd an und nickte mit dem Kopf. Er sagte, dass mir das ewige Leben geschenkt würde und ich dieses wunderbare Stück Himmel mit anderen genießen könnte. Ich war sehr froh und dankbar, diese bejahende Antwort zu hören. Ein warmes Gefühl stieg in meinem Herzen auf, als ob ich bereits frei im Himmel schwebte und endloses Glück und Frieden genoss. Ich sah, wie die Miene des Engels ernst wurde. Mein Herz fühlte sich ein wenig schwer an. Er sagte mir, dass ich zwar irgendwann in der Zukunft in den Himmel kommen würde, dass ich aber erst einmal auf die Erde zurückkehren müsse. Dort hätte ich noch meine eigenen Aufgaben und Pflichten zu erfüllen. Diese Erklärung tat mir ein wenig leid. Ich wäre gerne geblieben. Aber ich verstand auch, dass ich ins wirkliche Leben zurückkehren musste, um meinen Auftrag und meine Verantwortung zu erfüllen. Ich nickte dem Engel zu, um ihm zu zeigen, dass ich verstanden hatte, was er meinte. Dann wurde ich von dem Engel an den Ort des Absturzes zurückgebracht. Meine Seele kehrte in meinen Körper zurück. Mein Atem ging sehr schnell und die Szene vor mir war immer noch sehr verschwommen. Der Engel hob mich sanft hoch, half mir, meine Atmung zu regulieren und hielt mich so lange wie möglich wach. Seine Hände klopften mir sanft auf den Rücken, um mir zu helfen, meinen Körper und meine Stimmung zu entspannen. Mit der Hilfe des Engels begann sich meine Atmung langsam zu beruhigen und ich erinnerte mich allmählich an den Unfallort. Ich spürte einige Schmerzen in meinem Körper, aber zum Glück hatte ich keinen allzu großen Schaden erlitten. Der Engel war ständig an meiner Seite, tröstete und ermutigte mich und gab mir das Gefühl, dass ich nicht allein und hilflos war. Er sagte mir, ich solle wach und ruhig bleiben. Bald darauf traf der Krankenwagen am Unfallort ein. Als ich in den Rettungswagen gehoben wurde, kümmerten sich die Retter sofort um mich. Die Ärzte untersuchten meinen Zustand sorgfältig. Sie behandelten die Wunde sehr professionell und sorgten dafür, dass ich mich sehr erleichtert fühlte. Während ich von den Ärzten behandelt wurde, drehte ich mich um und sah, dass Engel immer noch an meiner Seite war. In seinem Blick lag Besorgnis und Wärme. Er winkte mir zum Abschied zu und verschwand langsam mit einem Lächeln im Gesicht.
Obwohl der Engel mir gesagt hatte, warum ich zur Erde zurückkehren musste, fühlte ich mich immer noch ein wenig verloren und unglücklich. Ich wusste, dass der Engel da war, um mir zu helfen, um mir den Mut und die Zuversicht zu geben, die Herausforderungen in meinem Leben zu meistern. Als der Krankenwagen im Krankenhaus eintraf, brachten mich die Ärzte und Krankenschwestern schnell in die Notaufnahme. Mit der Hilfe des medizinischen Personals erholte ich mich schnell. Ich wusste, dass die Engel immer bei mir waren. Nach diesem Erlebnis begann ich, jeden guten Moment in meinem Leben noch mehr zu schätzen. Ich arbeite härter daran, meine Träume und Ziele zu verfolgen. Denn ich weiß, dass wir, ob im Himmel oder auf der Erde, ein tapferes und entschlossenes Herz haben sollten, um jedes Wunder und jede Herausforderung im Leben zu meistern.